In diesem Video geht es um Winkel, und zwar wie zwei Winkel zueinander in Beziehung stehen können. Das können zum Beispiel sein Scheitelwinkel, Nebenwinkel, Stufenwinkel oder auch Wechselwinkel. Und was das Ganze ist, das sehen wir uns jetzt an. So, mal das Geodreieck holen. Scheitelwinkel. Wir nehmen zwei Geraden oder zwei Strecken. Also eine, und diese müssen sich schneiden. Also zwei Geraden oder zwei Strecken und es gibt einen Schnittpunkt. Jetzt bilden sich hier vier Winkel aus. Also ein Winkel, zweiter Winkel, dritter Winkel, vierter Winkel. Ich nehme jetzt mal Farben, und zwar den Winkel hier oben und den Winkel hier unten. Sowie links und rechts. Scheitelwinkel sind die Winkel, die gegenüberliegen. Also die beiden orangenen Winkel sind Scheitelwinkel. Und die beiden grünen Winkel sind auch Scheitelwinkel. Scheitelwinkel sind gleich groß. Das heißt, der Winkel und der Winkel sind gleich groß. Und der Winkel sind auch gleich groß. Also wir nennen sie mal Alpha 1 und Alpha 2. Also Alpha 1 und Alpha 2. Und die sind gleich groß. Alpha 1 gleich Alpha 2. Und die beiden grünen Winkel nennen wir einen Beta 1 und den anderen Beta 2. Die sind auch gleich groß. Beta 1 gleich Beta 2. Das heißt, die beiden Alpha-Winkel sind Scheitelwinkel zueinander. Und die beiden grünen Winkel, also die Beta-Winkel, sind auch Scheitelwinkel. So, Nebenwinkel. Wir nehmen ein Geodreieck und zeichnen eine Gerade oder Strecke und noch eine weitere Gerade oder Strecke. Und die beiden Geraden oder Strecken müssen sich schneiden. Also hier haben wir einen Schnittpunkt. Und dann passiert Folgendes. Es entstehen vier Winkel. 1, 2, 3, 4. Die zeichne ich mal kurz ein. Am besten mit verschiedenen Farben. Hier oben den Winkel nennen wir mal Alpha, dann Beta, den hier unten Gamma und machen wir mal in Rot noch Delta. Das sind vier Winkel, und Nebenwinkel sind die beiden Winkel, die nebeneinander liegen. Also Alpha und Delta liegen nebeneinander, sind daher Nebenwinkel. Oder Delta und Gamma liegen nebeneinander, sind daher Nebenwinkel. Steckt ja schon im Wort neben. Der entscheidende Punkt beim Nebenwinkel ist, diese zwei Winkel zusammen ergeben immer 180 Grad. Also Nebenwinkel bedeutet 180 Grad zusammen. Heißt, wir haben zum Beispiel Beta und Alpha. Beta plus Alpha sind 180 Grad. Der Winkel plus der Winkel. Oder Alpha plus Delta. Alpha plus Delta sind auch 180 Grad. Dann Delta und Gamma. Delta und Gamma sind 180 Grad. Und Gamma und Beta ebenfalls. Gamma plus Beta sind auch 180 Grad. So, Stufenwinkel. Erst einmal, wie man diese erhält. Und zwar brauchen wir dazu ein Geodreieck. Und wir zeichnen eine Gerade. Und zu dieser Gerade noch eine zweite Gerade, die parallel liegt. Das ist wichtig. Ein bisschen Abstand, dann sieht man das Ganze am Ende auch besser. So, zwei Geraden, die parallel sind. Ich nenne sie mal G und H. Also G und H sind parallel zueinander. G ist parallel zu H. Und jetzt haben wir noch eine dritte Gerade oder Strecke, die beide schneidet. So. Und jetzt bilden sich Winkel aus. Nehmen wir eine andere Farbe. Und zwar der Winkel und der Winkel. Die sind gleich groß und einfach nur in eine Stufe versetzt. Also Stufenwinkel.
ein Winkel, der im Prinzip verschoben ist und einmal hier auftaucht und einmal hier auftaucht. Die sind gleich groß und das sind Stufenwinkel. Es gibt noch mehr. Also die Orangen hier sind Stufenwinkel zueinander. Dann haben wir dasselbe hier drüben nochmal. Also grün sind auch Stufenwinkel zueinander. Ich nehme mal noch blau, der Winkel und der Winkel hier. Blau und blau, Stufenwinkel. Und fehlt noch einer. Und hier links unten, das hier sind auch Stufenwinkel zueinander. So, wir nehmen das Geodreieck und zeichnen erst einmal zwei Geraden bzw. zwei Strecken. Wichtig, die müssen parallel zueinander sein. Also daher auch das Geodreieck. Da können wir mit den Hilfslinien hier jetzt zwei parallele Geraden zeichnen. Ich nenne die beiden Geraden jetzt mal G und H. Also G und H. Und wichtig ist, die müssen parallel zueinander sein. G ist parallel zu H, schreibt man so. Jetzt gibt es noch eine dritte Gerade und die schneidet beide Geraden. So, dadurch entstehen Winkel. Also hier ist ein Winkel, hier ein Winkel, hier ein Winkel, hier ein Winkel und dasselbe Spiel hier unten. Und jetzt gibt es zwei Winkel, die jeweils zueinander, also oder zusammen einen Wechselwinkel darstellen. Und zwar der Winkel hier und der Winkel. Nennen wir mal Alpha 1 und Alpha 2. Das hier sind jetzt Wechselwinkel. Wichtig ist, die beiden Winkel hier sind gleich groß. Also Alpha 1 ist gleich Alpha 2. Es gibt noch mehr Wechselwinkel. Ich nehme mal eine andere Farbe. Der Winkel hier und der Winkel hier. Das sind auch Wechselwinkel. Beta 1. Beta 2. Die sind auch gleich groß, also Beta 1 gleich Beta 2. Also Alpha 1 und Alpha 2 sind Wechselwinkel, gleich groß. Beta 1 und Beta 2 sind auch Wechselwinkel, gleich groß. Das hier waren jetzt Wechselwinkel. Wenn dich das Thema Winkeltypen noch mehr interessiert, dann schau hier mal in die Endcard rein. Dort werde ich noch weitere passende Videos verlinken. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo da lässt. Dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathehilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.